Hallo und herzlich willkommen auf Boss im Kopf. Mein Name ist Franziska Luschas. Vielleicht sehen Sie es noch, aber ich bin noch relativ nass geschwitzt. Wir haben Anfang August und es ist jetzt knapp 6 Uhr. Wir sind auf dem Jenzig in Jena. Der ist nicht mal 400 Meter hoch, aber relativ steil. Und es wurde immer steiler und immer unwegsamer und solches Geröllstein im Weg. Und wir sind trotzdem weiter und haben sogar den steileren Weg genommen anstelle der Serpentinen und natürlich viel gemächlicher hochführen. Meine Botschaft an Sie, bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran, auch wenn der Weg beschwerlich ist, auch wenn Sie schwitzen, ja, im übertragenen Sinne, wenn es anstrengend ist, wenn Gedanken kommen, aufzugeben, wenn Gedanken kommen, etwas anderes zu machen. Ja. Wir sind heute erst angekommen in Jena, nach der Zugfahrt und nach der Erkundigung in der Stadt. Es war anstrengend, es war alles relativ neu für uns, viele Menschen. Jena ist eine Großstadt und obwohl Ferien sind, Semesterferien, haben auch viele Studenten gesehen, viele Touristen, es war voll und wir hätten sagen können, ach, bleiben wir in der Ferienwohnung, ruhen wir uns aus, Fernsehen, Chips, Bier, kleiner Scherz, haben wir nicht gemacht, sondern wir sind jetzt noch auf den Jenzig hoch und die Aussicht ist gigantisch. Nach dem Video werden Sie es sehen, es ist wirklich herrlich, aber für Sie nochmal, wenn Sie in etwas wirklich gut werden wollen, dann geht kein Weg dran vorbei, dran zu bleiben. Es muss anstrengend sein, Sie müssen ausdauernd bleiben, sonst werden Sie nicht gut in dem, was Sie vorhaben. Egal, ob Sie eine Sprache lernen möchten, ob Sie Yoga machen, Qigong oder CNX-EFT oder eine Entspannung, was auch immer, Schwimmen, Joggen, ja, bleiben Sie dran. Sonst werden Sie nicht gut in dem, was Sie möchten. Nicht gut im Entspannen, nicht gut in einer Sprache, nicht in irgendetwas Meister. Deshalb bleiben Sie dran. Und wenn ich mit älteren Menschen spreche, 70, 80, teilweise noch älter, unser Vermieter ist über 90, ganz häufig sagen mir solche Menschen, hätte ich nur weitergemacht, hätte ich das nur gemacht, jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich es körperlich nicht mehr, jetzt kann ich es geistig nicht mehr, was auch immer. Also, bleiben Sie dran, wenn Sie von etwas wirklich begeistert sind. Das bringt Sie tief und das schafft dann auch Zufriedenheit. Wenn Sie immer nur auf der Oberfläche bleiben, müssen Sie immer nach was Neuem suchen, weil Sie da nicht wirklich zufrieden sind. Deshalb meine Botschaft heute an Sie, bleiben Sie dran, auch wenn es anstrengend wird, gerade wenn es anstrengend wird. Und was ich als Erinnerungsanker mir an die Wand befestigt habe, das ist ein Zettel, darauf steht, mach 10x EFT auch, wenn du keine Lust hast. Mach 10x, na, ich lasse das EFT weg, mach 10x Entspannung, auch wenn du keine Zeit hast. Mach 10x, auch wenn du Beiträge schreibst. Mach 10x, auch wenn du glaubst, dass du keine Zeit dafür hast. Und mach 10x vor allem, wenn du glaubst, dass du schon so weit bist, dass du es nicht mehr brauchst. Vielleicht können Sie diese Leitlinien für sich übertragen auf etwas, was Ihnen Freude macht oder was Sie erreichen möchten. Und wenn es Entspannung ist, wenn Sie gelassener reagieren wollen, wenn Sie mehr Boss im Kopf werden wollen, wenn Sie Ihr Leben selbstbestimmt lenken möchten, wenn Sie zufriedener werden möchten, gesunder, glücklicher, bewusster, dann müssen Sie regelmäßig was machen. Da führt wirklich kein Weg vorbei. Deshalb bleiben Sie dran. Auch wenn es manchmal schwer ist, wenn es anstrengend ist, bleiben Sie dran. Das Leben wird Sie belohnen. Und ich verabschiede mich mit dem Boss im Kopf-Motto. Anders denken, besser fühlen, bewusster leben. Machen Sie es gut. Tschüss.